Hallo an alle! Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Militärlastwagen sind definitiv ein integraler Bestandteil der Armeen. Sie werden zum Transport von Waffen, Fahrzeugen oder anderer Ladung verwendet, können als Kommandoposten dienen, eine Plattform für die Installation verschiedener Waffen und andere Dinge. Heute werden wir dir die 10 unglaublichsten Militär-LKWs der Welt zeigen. BAZ 6909. Das spezielle Radfahrgestell BAZ 6909 wurde vom Brjanska Kraftfahrzeugwerk entwickelt und wird dort produziert. Es ist ein zweckbestimmtes schweres Militärfahrzeug mit hoher Mobilität. Der BAZ 6909 wurde für den Transport von spezieller Militärausrüstung wie Waffen, Raketen, Bunker oder Radargeräte entwickelt. Dieser LKW hat eine Nutzlastkapazität von 18 bis 20 Tonnen. Das BAZ 6909 hat eine gute Geländegängigkeit. Es kann auf allen Arten von Straßen, in unwegsamem Gelände und in abgelegenen Gebieten eingesetzt werden. Anfänglich wurden diese LKWs von einem YAMZ 8424.10 Turbodieselmotor angetrieben, der 470 PS leistete. Einige Quellen behaupten, dass später ein leistungsstärkerer YAMZ 849 Diesel verwendet wurde. Er entwickelt 500 PS. Der LKW ist mit einer zentralen Reifenfüllanlage ausgestattet. Dieses Militärfahrzeug hat einen klimatischen Einsatzbereich von minus 50 bis 45 Grad Celsius. Medium Tactical Vehicle. Im Rahmen der Seoul International Aerospace and Defense Exhibition 2019 hat der südkoreanische Automobilhersteller Kia Motors seine neue Linie taktischer Militär 2,5 Tonnen und 5 Tonnen LKWs mit der Bezeichnung Medium Tactical Vehicles vorgestellt, die er als Ersatz für die bestehenden LKWs der Armee der Republik Korea vermarkten will. Das neue Design verwendet eine Kabine-über-Motor-Konfiguration im Gegensatz zu den bestehenden Kia LKW KM250 und KM500, die die konventionelle Konfiguration des Motors vorne mit einer Motorhaube verwenden. Die Fahrzeuge sind außerdem mit einem Starnak 4569 Level 2 Panzerschutz in der Kabine und den Seitenwänden im hinteren Laderaum ausgestattet, um Fahrer und Passagiere vor Handfeuerwaffen und Schrapnells zu schützen. Der Kia MTV kann auch als Truppen- oder Frachttransporter, Unterstützungsfahrzeug, Gefechtsstand und andere Rollen konfiguriert werden. Carapace. Der Carapace ist ein Fronttankwagen. Er wurde von Scania für die französischen Streitkräfte entwickelt. Er basiert auf dem Schwerlast-LKW Scania R 440. Dieser LKW ist für Einsätze in Übersee vorgesehen. Er kann große Mengen an Treibstoff zur Flugzeug- und Fahrzeugbetankung an die Front schleppen. Es wurden mindestens 34 Fahrzeuge bestellt. Die Carapace Sattelzugmaschine arbeitet in Verbindung mit einem speziellen Sattelauflieger mit 22.000 Litern Fassungsvermögen. Es ist das größte Betankungsfahrzeug, das bei den französischen Streitkräften im Einsatz ist. Die Sattelzugmaschine bietet Platz für Fahrer und Beifahrer. Außerdem gibt es eine Mannschaftskabine direkt hinter der Hauptkabine. Soweit dieses Fahrzeug für den Einsatz in feindlichen Gebieten vorgesehen ist, sind beide Kabinen gepanzert. Sie bieten Schutz gegen panzerbrechende 7,62 x 39 mm Geschosse und Artillerie-Granatsplitter. TG Mill. Wenn es darum geht, Güter oder Personen schnell und effizient zu transportieren, greifen viele Anwender rund um den Globus auf die militärischen Stapler der Trucknology Generation, kurz TG Mill, zurück. Als erste Wahl für die Logistik im Inland und bei Einsätzen mit geringer Bedrohung verkörpert die von Rheinmetall MAN Military Vehicles angebotene LKW-Baureihe TG Mill eine echte Fahrzeugfamilie von 2 bis 4 Achsen.
Mit viel Liebe zum Detail entwickelt, bietet der TG-MIL außergewöhnliche Gleichteile innerhalb der TG-MIL-Familie. Vom militärischen Einsatz bis zur humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe, TG-MIL-Stapler werden sich bewähren. Die TG-MIL-LKWs sind mit Motoren mit einer Leistung von 240 bis 380 PS je nach Modifikation ausgestattet und haben ebenfalls eine Nutzlast von 7 bis 20 Tonnen. Tornado U. Der Ural 63704-0010 Tornado U ist ein neuer russischer Militär-LKW. Es handelt sich nicht um eine militärische Version einer kommerziellen Konstruktion, sondern um ein speziell entwickeltes schweres Militärfahrzeug. Der neue Tornado U Militär-LKW ist größer und leistungsfähiger als der ältere Ural 4320, der beim russischen Militär weit verbreitet ist, und der neue Ural Next, der seit 2015 produziert wird. Auf befestigten Straßen kann er 16 Tonnen Nutzlast tragen. Dieser Militär-LKW kann auch Anhänger und Artilleriegeschütze mit einem maximalen Gewicht von 12 Tonnen ziehen. Die Kabine des Tornado U ist aus Stahl- und Verbundswerkstoffen gefertigt. Sie bietet Platz für den Fahrer und zwei Passagiere. Die Kabine dieses Militär-LKWs kann mit einer Zusatzpanzerung zum Schutz gegen Handfeuerwaffen und Artilleriesplitter ausgestattet werden. Guru 715. Ashok Leyland Guru 715 ist eine 4x4 Logistik-LKW-Familie, hergestellt von der indischen Firma Ashok Leyland. Der taktische LKW Guru 715 wurde nach Vorgaben des Militärs als Ersatz für eine alternde Flotte mittlerer LKW entwickelt. Dieser neue, hochmobile Geländewagen wurde an der Grenze zwischen leichten und mittleren LKW-Klassen konzipiert und ist für den Transport von Militärausrüstung bis zu 2,5 Tonnen sowie für das Ziehen von Anhängern sowohl auf befestigten und unbefestigten Straßen als auch unter schwierigen Geländebedingungen vorgesehen. Der Guru 715 wird von einem 6-Zylinder BS3 IL Dieselmotor mit 5,8 Liter Hubraum angetrieben, der mit einem manuellen Schaltgetriebe mit 6 Vorwärts- und einem Rückwärtsgang gekoppelt ist. Er kann eine Steigung von 30 Grad erklimmen und eine Seitenneigung von 15 Grad bewältigen. FMX 8x8. Die kommerzielle Schwerlast-LKW der Volvo FMX-Serie werden für den militärischen Einsatz vorgeschlagen. Der militärische Volvo FMX 8x8 wurde mit einem Last-Handling-System vorgeführt, das Flats oder Container schnell be- und entlädt. Diese Version wird als FMX 8x8H bezeichnet. Dieses Fahrzeug kann Flats oder Container mit verschiedenen militärischen Gütern und Ladungen sowie verschiedene Spezialaufbauten transportieren. Der Volvo FMX 8x8 kann auch Anhänger und schwere Artilleriegeschütze ziehen. Für den Einsatz in Kampfgebieten oder Hotspot-Bereichen kann die Kabine mit einer Zusatzpanzerung ausgestattet werden. Der FMX 8x8 wird mit einem aufgeladenen Dieselmotor angeboten, der 540 PS entwickelt. Andere Motoroptionen sind ebenfalls erhältlich. Der Motor ist mit einem Automatikgetriebe gekoppelt. Eine Bergungswinde kann montiert werden. Derman 8x8. Der Derman ist ein türkischer Militär-LKW. Er ist ein Produkt von Kuluman Automotive Industries. Er wurde entwickelt, um die Anforderungen der türkischen Streitkräfte an einen neuen 8x8 Militär-LKW zu erfüllen. Die Entwicklung begann im Jahre 2015 und wurde 2018 öffentlich vorgestellt. Der Derman ist ein logistisches Fahrzeug. Es ist keineswegs ein speziell für taktische Zwecke gebautes Fahrzeug. Seine Hauptaufgabe ist der Betrieb auf befestigten Straßen. Aufgrund seines Allradantriebs ist er jedoch bis zu einem gewissen Grad auch geländegängig.
Der Dörman Militär-LKW mit 8x8-Konfiguration kann Lasten von ca. 18 Tonnen bis 32 Tonnen transportieren. Er wird in verschiedenen Versionen angeboten, darunter Containerträger, schweres Bergungsfahrzeug und Tankwagen. T815 8x8LT. Die tschechische Armee hat 5700 Tatra-LKW der Serie T815 im Einsatz in den Versionen 4x4, 6x6 und 8x8. Die Modernisierung 6x6 und 8x8 zielt darauf ab, sowohl die Lebensdauer der LKWs zu verlängern, als auch die Leistung zu verbessern. Der ursprünglich 30 Jahre alte Tatra-Motor T3 93050 wurde einer Modernisierung unterzogen. Die größte Änderung ist der Einbau eines einzelnen neuen Turboladers mit Ladeluftkühler, der den Kraftstoffverbrauch reduziert, die Kühlung verbessert und die Rauchentwicklung verringert hat. Der Tatri T 815-8x8LT Aufbau ist als Logistikpritsche mit Aluminium-Seitenwänden konzipiert. Der Aufbau kann mit Sitzbänken und einer Plane für den Personentransport ausgestattet werden. Nach Entfernen der Seitenwände ist es möglich, genormte ISO-Container auf der Pritsche zu transportieren. Linehaul. Der Mack Defence Linehaul ist ein Militär-LKW, der für den Transport von bis zu 60 Tonnen Nutzlast ausgelegt ist. Effizienz und Langlebigkeit sind in jeder Komponente integriert, was die Wartungskosten reduziert und die Betriebszeit maximiert. Angetrieben wird er durch den kraftstoffsparenden 13 Liter Mack MP8 Motor, der 440 PS leistet. Steile Steigungen bis hin zu langen Strecken. Der Mack Defence Linehaul hat die Kraft, schweres Gerät zu handhaben und die Effizienz, länger zu laufen. Mit vollem Durchgang zum Schlafbereich, 12 Volt Gleichstromsteckdose, 2 Feuerlöschern, mehreren Stauräumen unter der Koje und bequemen Bedienelementen von der Motorhaubenneigung und den Verkleidungen bis hin zu den Spiegeln und dem Luftdämpfer ist jede Komponente auf maximale Effizienz ausgelegt. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welcher der Truck euch am besten gefallen hat. Klickt auch auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos verpasst.